Ganz herzlich willkommen noch einmal bei Trox auf der ISH 2023. Und wir gucken mal wieder in die Zukunft, in Richtung die Zukunft des Bauens. Und hier geht es um eine ganz, ganz spannende Technologie, um eine Innovation mit dem Namen OX. Und ich freue mich auf drei tolle Gäste, mit denen wir jetzt genau über dieses Thema, eigentlich geht es um Luftqualität, sprechen wollen. Und sage ganz herzlich willkommen Udo Jung, Geschäftsführer der Trox GmbH. Ebenfalls herzlich willkommen Ralf Joneleit, Bereichsleiter Technik bei Trox, und natürlich Thorsten Dietrich, Bereichsleiter Vertrieb hier in Deutschland. Hallo Kilian. Schön, dass ihr da seid. Die Messe läuft. Nichtsdestotrotz, Mission Luftqualität ist ja nicht nur hier drin für uns ein Thema. Wir produzieren hier quasi wie an der frischen Luft, sondern das ist quasi eure DNA. Verlier mal ein paar Worte darüber, Udo. Ja, man hält sich 90% der Zeit in Innenräumen auf, 10% nur draußen, und man sagt im Prinzip, wenn ich mal richtig durchatmen will, gehe ich nach außen. Und das, was wir hier auf der Messe machen und was wir generell bei uns in unserer DNA haben, das ist, dass wir dieses Gefühl der frischen Luft in die Innenräume bringen. Gesund ist ein wichtiges Thema seit Corona. Das sind alles die Themen, die wir hier spielen und die wir immer wieder spiegeln wollen, auch in unserer Strategie. Jetzt habe ich heute Morgen was gesehen, ich glaube alle anderen zigtausende Messebesucher auch, nämlich ein Plakat, wir blenden das mal ein, was die Besucherinnen und Besucher hier auf der ISH empfängt. Da steht es, Trox OX, ich habe es eben auch erwähnt, man sieht es auch über uns, überall um uns herum. Ralf, was hat es damit auf sich? Ja, bevor ich es ein bisschen näher erkläre, manchmal ist es ja so, dass ein Film mehr als 1000 Worte sagt oder Bilder mehr als 1000 Worte. Gucken wir uns mal ganz kurz ein Video dazu an. Dann zeigen wir einen Film. Film ab bitte. OX, the air in one system. Ich finde nach wie vor ein absoluter Herzklopfen-Film. Udo, sag mal, was hat euch da bewegt, das jetzt so zusammenzubringen und so auch darzustellen, dieses Thema? Ja, was man, glaube ich, ganz gut sieht, ist, dass es gibt verschiedene Situationen draußen, die genauso natürlich Innenräumen stattfinden können. Und da, wo die Dame im Prinzip abends durch die frische Luft oder morgens durch die frische Morgenluft durch die Stadt läuft. Und das wechselt dann in das Fitnessstudio hinein. Und diese Situation, dass man genauso frisch und gesund atmen kann, innen wie außen, das soll es ganz gut darstellen und soll es vor allen Dingen auch mal einem Nichttechniker erklären, was wir so im Tagesgeschäft mit unseren Anlagen hier bewirken wollen. Und damit gehen wir jetzt quasi in unser nächstes Slide, Ralf. Und du gehst jetzt mal hier ins Detail und sagst uns mal was als Nichttechniker. Wie funktioniert OX? OX, also ich hatte ja gerade gesagt, ein Film erklärt mehr als 1000 Worte. Das Logo ist eigentlich auch selbsterklärend. Was verbirgt sich dahinter? Zwei Buchstaben, nahe an OS. Also es ist eine Art Betriebssystem, Apple OS, OX. Dann Lüftung, wir haben es gerade gehört vom Udo Jung. Das ist unsere Mission, Lüftung in Gebäude. O2, Sauerstoff, frische Luft in Gebäude reinbringen. Und es ist natürlich made by Trox. Deshalb Trox OX, also ein Betriebssystem, ein Regelsystem für optimale Raumluft, gesunde Raumluft, entwickelt bei Trox basierend auf Komponenten und Geräten von Trox. Und jetzt gehen wir in die Gebäude rein. Jetzt sagen wir, okay, ein Gebäude hat ja ein sehr umfangreiches Leben, von der Planung bis irgendwann zu einem Abriss, der wahrscheinlich dann doch irgendwie mal sein muss. Ein komplexer Lebenszyklus. Erzähl uns mal ein bisschen drüber, Thorsten, wie findet das hier seine Beachtung?
Die Idee ist, dass wir unsere Kunden mit Trox OX schon von der ersten Idee an unterstützen, dass wir über unsere Konfiguratoren und Tools den Planungsprozess begleiten und dann aber auch über alle Stationen von der Planungsphase über die Ausschreibungsphase, Detailplanung bis hin zur Ausführung begleiten. Und am Ende, wenn das Gebäude errichtet ist, wollen wir natürlich auch im Betrieb unterstützen. Denn ganz, ganz viele Anlagen, die installiert sind, die werden erst wirklich im laufenden Betrieb so optimiert, dass sie den besten Betriebspunkt finden. Und das wollen wir alles unter einer Klammer Trox OX vereinen. Und Udo, das kann man eigentlich ja nur machen, wenn man auch das Bauen beobachtet, wenn man die Anforderungen über die letzten Jahre beobachtet. Wie hat sich das in euren Augen verändert? Es werden immer mehr Komponenten auch vielleicht vorkombiniert. Wir haben das Thema Building Information Modeling, also BIM ist in jeder Munde. Das ist auch ein Thema, was für uns extrem wichtig ist. Also was unser Traum ist, dass man später mit einem Konfigurator Anlagen auslegen kann, aus der Bibliothek sich die einzelnen Komponenten ziehen kann, die zusammenbauen kann und dann virtuell schaut im Vorhinein schon, ob man das Gebäude und auch die Infrastruktur so umsetzen kann oder nicht. Das ist im Prinzip das Bauen der Zukunft, das virtuelle Bauen, das auch in aller Munde ist. Und da sind wir, glaube ich, mit unseren BIM-Modellen, die wir zur Verfügung stellen können und schon mit vielen anderen Features ganz gut dabei. Genau, weil ihr versucht, euch natürlich dann auch in die Nutzer reinzudenken. Wie hat sich das für die Nutzer verändert? Wie habt ihr hier besondere Rücksicht genommen oder Sachen vielleicht auch besonders einfach dargestellt? Ja, die Idee von dem Trox OX-System ist, dass wir unseren Kunden das Leben auf der Baustelle so einfach wie irgend möglich machen. Denn eins der wichtigsten Güter, und man sieht es hier auf der Messe an ganz, ganz vielen Stationen, ist das Thema Zeit, Fachkräftemangel in aller Munde. Und wenn wir es schaffen, mit unseren Tools, mit dem Trox OX-System, unseren Kunden ein bisschen mehr Zeit zu schenken, indem wir viele Prozesse aus der Baustelle, aus dem Planungsprozess herausnehmen und schon bei uns zum Teil im Konfigurator oder auch durch vorkonfektionierte Produkte in die Fabrikation reinbringen, dann schenken wir unseren Kunden Zeit, was ihnen wieder hilft, ihre Projekte erfolgreich abzuwickeln. Und wenn wir jetzt gucken in diese Entwicklung, Ralf, was war das? War das die absolute Revolution, alles auf Null, wir erfinden das Rad neu? Oder sagst du, nee, wir haben uns da eher weiterentwickelt und würden das eher als Evolution bezeichnen? Also wir haben ja schon einige Anteilsysteme in dem Markt über einige Jahre. Und die haben wir evolutionär immer weiterentwickelt. Und dann waren wir an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wenn wir jetzt wirklich den Schritt machen wollen von einem Komponenten-Produktlieferanten hin zum Systempartner, dann müssen wir nochmal neu aufsetzen. Dann müssen wir auf einer neuen Plattform aufsetzen und dann eine Plattform für alle unsere Teilsysteme und auch für das Gesamtsystem entwickeln. Und von daher würde ich sagen, war schon mehr Revolution. Wir haben früher auch viel extern entwickeln lassen, auch auf der Softwareseite. Das haben wir jetzt komplett umgestellt. Wir haben eine agile Softwareentwicklungstruppe ins Leben gerufen bei uns. Von daher war das schon eine komplett andere Herangehensweise und schon eher revolutionär, würde ich sagen. Ja. Genau, weil sich natürlich auch die Herausforderungen verändert haben. Ne? Was gibt es da zu lösen bei der Errichtung oder auch dem Umbau oder Renovierung von Gebäuden? Ja, es fängt an ganz kleinen Stellen schon an. Das heißt, so ein Look and Feel, das heißt diese HMI, Human Machine Interface, die wird von System zu System unterschiedlich sein. Und in Trox vereinbaren wir eine Nutzeroberfläche, die sich das durch das gesamte System durchzieht. Das heißt, angefangen von der Konfiguration mit der gleichen Bedienoberfläche, gehe ich an ein ELT-Gerät, auch dort habe ich auf dem Display die gleiche Bedienoberfläche, sodass sich der Kunde immer wieder an der gleichen Stelle wiederfindet und auch immer wieder genau weiß, wie bewege ich mich in dem System von Trox, wie kann ich die einzelnen Bedienungen entsprechend verwalten und das System bestmöglich in meinem Gebäude auch betreiben später. Das ist also quasi eine individuelle Lösung jeweils. Gemäß unserer Unternehmensstrategie wollen wir uns weiterentwickeln zum Systempartner. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir den nächsten Schritt gehen müssen. Und das ist in logischer Konsequenz Trox OX, der die Klammer rund um das Thema Lüftungstechnik setzt. Der Thorsten hat es schon gesagt, ne, wir haben auch viel in die Oberflächen gesteckt, in die Software. Da gibt es noch zu erwähnen, dass wir auch hier einen Designpreis gewonnen haben auf der ISA. Von daher sind wir da auch sehr stolz. Also dieses User Experience, Oberflächen auf der Regelung, aber auch die Oberflächen im Konfigurator war auch dem Rat für Formgebung und der ISA es wert, uns dafür den Designpreis zu erreichen. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Aber Udo, das klingt jetzt alles so ganz einfach. Ja, wir waren so ein bisschen revolutionär unterwegs, wir haben uns mal Gedanken gemacht, wir bauen das jetzt alles irgendwie. Probleme, wie man so tagtäglich in den Medien mitbekommt, Fachkräftemangel, Komplexität, Technologien, Lieferketten und so weiter, die müssen ja auch irgendwie eine Rolle gespielt haben. Wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr das umschifft oder gelöst? Ja, da können wir jetzt über jedes einzelne Thema können wir jetzt etwas länger sprechen. Da haben wir viel Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren. Wir haben erstmal ein komplett neues Team aufgebaut. Ja, wir hatten natürlich auch generell in unserer Lieferkette auch unsere Schwierigkeiten, wie jeder andere Hersteller, glaube ich, hier in der Halle auch. Beim Fachkräftemangel ist vielleicht, kann man vielleicht eins sagen zu Drox und zu der DNA, was wir bei Drox haben. Wir sind ja, unser Inhaber ist eine Stiftung. Das bedeutet, all das, was wir an Geld produzieren, sage ich mal, am Ende geht entweder ins Unternehmen wieder zurück, dass wir es reinvestieren können, oder wir geben es raus in die Stiftung und dort wird zu 70% gehen die Gelder in die GmbH. Da ist der Professor Dr. Müller an der RWTH Aachen für zuständig. Das sind dann Projekte, die in die Klimalüftungsbranche gehen, wo wir irgendwelche innovativen Dinge dann mit der Wissenschaft gemeinsam entwickeln. Dann haben wir an den Standorten natürlich auch den ein oder anderen Kindergarten, Feuerwehr, all diese Dinge, die wir unterstützen, und wir machen etwas Sinnhaftiges mit dem Produkt. Nach Corona wissen wir das alle, und je mehr Umweltverschmutzung wir haben, umso mehr gesunde Luft brauchen wir in den Innenräumen. Ich weiß, für was ich arbeite. Ich weiß, wo mein Geld hingeht als Mitarbeiter. Ich weiß, dass ich ein sinnhaftes Produkt produziere, am Ende gesunde, frische Luft, was wir zum Leben, zum Atmen brauchen. Und das zusammen ist mehrfach der Hinsicht, ist das sinnstiftend. Und deswegen hoffe ich, dass wir auf dem Fachkräftemarkt den einen oder anderen begeistern können für uns, dass er bei uns im Team mitarbeiten möchte. Und ja, das ist im Prinzip das, was man zu dem Thema sagen kann. Wunderbar. Dann würde ich jetzt quasi eine kleine Schlussrunde einläuten mit diesem beliebten Spiel. Bitte antwortet nur in einem Satz. Und zwar, wir gucken jetzt noch mal ganz dezidiert in die Zukunft und sagen, die Zukunft des Bauens oder die Gebäude werden in 20 bis 50 Jahren so und so aussehen. Wie sieht das aus? Was ist dein Satz für die Zukunft? Gebäude werden immer komplexer, intelligenter und immer ansprechender. Von daher müssen wir auch die entsprechenden Lösungen den Kunden zur Verfügung stellen. Ralf? Und die Fehler werden, so hoffe ich, in Zukunft eher beim digitalen Bauen gemacht, bei der digitalen Planung und nicht mehr am Bau. Von daher werden die Gebäude deutlich besser von der Qualität werden. Das Schlusswort. Der Nutzer der Zukunft sucht das Gebäude nach der frischen und gesunden Luft im Innenraum aus. Das bedeutet, wenn ich in ein Fitnesscenter gehe, wenn ich in ein Restaurant gehe, wenn ich in ein Kino gehe, schaue ich, ob ich dort gesunde Luft atmen kann und nicht irgendwie krank werden kann. Und genau deswegen haben wir uns diesen Messestand hier ausgesucht, weil hier ist die Luft einfach perfekt. Woran das wohl liegen mag, keine Ahnung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Für weitere Infos, trox.de. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.